Tja, Alter. Trauriger Abschied von meinem Papa und von seiner Frau. Wir mussten beide weinen. Ich habe nicht geweint, aber ich bin auch traurig. Bevor es auf die Autobahn geht, erstmal ein Käffchen. Einen großen Kaffee bitte. Danke. Ab nach Kiel, Kiel City, Bitch! Zehn Euro später, weiter auf dem Weg nach Kiel. Was ich nicht verstehe ist, in dem Audi hier gibt es einen Multimedia-Dingsbums. SD1, man kann eine SIM-Karte reinchecken und SD2, aber was in dem Wagen fehlt, ist USB. Macht das Sinn? In meinem BMW war das serienmäßig. Jetzt links abbiegen. Ja, moin moin. Tschüss. Wir haben jetzt Dienstag. Kianusch ist in der Schule, meine Mama ist gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe das Haus für mich quasi allein. Man kann da rein und kann da wieder raus. Wir waren gestern bei der US-Botschaft, ist alles zum Glück gut gegangen. Ich habe mein Visum bekommen, war ein bisschen gefährlich. Nicht gefährlich, es war ein bisschen problematisch. Ich musste dort halt erklären, warum ich für 2 Monate rüber möchte. Und der meinte, komm schon, erzähl mir ein bisschen, warum sollte ich dir jetzt Visum geben und hier und da. Und ich habe ihm einfach nur erklärt, dass ich da Freunde habe und dass ich gerne nach Amerika reise und dass ich dort Spaß habe und mir Amerika gefällt und dass ich gerne dort bin und hier und da. Und ja, am Ende ist alles gut gegangen. Ich habe mein Visum bekommen. Mein Pass haben die dort behalten. Das schicken die mir in den nächsten 3 Werktagen zurück. Sobald ich meinen Pass in der Hand halte, werde ich die Flüge buchen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt schon die Flüge buche und mein Pass dann noch nicht da ist. Und deshalb warte ich einfach, bis mein Pass da ist und buche dann auch direkt die Flüge. WG steht ja schon. Ja. Stellt euch mal vor, das hätte jetzt irgendwie nicht geklappt mit dem Visum. Later. Wir haben hier einen unerwarteten Gast, obwohl ich gleich weg muss. Ist hier der Felix. Mein Bruder hat einen besten Freund, der heißt Felix. Ich habe einen Freund, der heißt Felix. Jo. Geh grad zu Felix. Nee, gehen und essen geht nicht. Nein, ich geh zu Felix. Nee, du bleibst hier. Essen hier in der Küche oder ess dich? Glaub mir, you need a Schal. Ich trage keinen Schal. Es ist kalt draußen, es ist nicht Vegas hier. Ein Kaschmir-Schal, Bruder. Das sieht aber scheiße aus. Ich will auch keinen Schal. Fühl dir das mal an. Oh. Guck doch mal hin. Ich will keinen Schal. Was ist daran so schwer zu verstehen? Sieht scheiße aus. Oh Mann. Hol mal einen THW-Schal. Ein THW-Schal würde ich vielleicht sogar noch tragen. Okay. Und zwar, falls ihr nicht so genau wisst, was THW ist oder so, Handball. THW ist eine der besten Mannschaften in Deutschland. Okay. Tschüss, Felix. Tschüss. Ich glaube, der wird einfach nur erzählen, dass die THW-Fans sind und dass sie da Stammplätze haben. Tschüss. Tschüss. Ich muss meine Mutter aufsetzen und nur noch mit.
Boah, Mama, das ist so eng. Ist viel zu klein. Ja, wir haben eine kleine Mama. Jetzt fahren wir zur Videothek, ne? Mhm. Also wenn ihr aus Kiel kommt und Filme wollt, unbedingt Film-Peter abchecken. Wenn ihr aus Kiel kommt und Filme haben wollt, dann geht zu Film-Peter, die haben super Preise, also wir haben super Preise dort. Wir haben einfach riesen Verkaufsabteilung. Mein Vater sagt, wir haben 150 bis 200.000 Filme und das muss man sich mal vorstellen, das haben weniger. So, ist das immer noch Deutschlands größte Videothek? Deutschland weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall in Schleswig-Holstein, das steht fest. Falls jemand das genau weiß, der kann in die Kommentare schreiben. Aber für damals war das die größte Videothek ganz Deutschland. Und, ja, das stimmt. Damals haben die Leute noch wesentlich mehr geliehen als jetzt. Also. Ja, also seit es dieses Illegale gibt im Internet, so illegal Filme gucken, ist das halt nicht mehr so in, oder nicht in, sondern man guckt halt nicht mehr so viel Filme von der Videothek. Es wird halt nicht mehr so viel geliehen wie früher. Ja, das wollte ich sagen. Der WWE hat zuletzt am 28. Dezember gespielt. Seitdem haben wir jetzt 3 Verletzte und wir haben 3 neue Spieler. Ich hoffe, dass wir heute gut spielen, dass wir gewinnen gegen Gummersbach. Okay. Ich habe noch nie ein Spiel mitgeguckt, wo THW verliert. Ende vom Vlog. THW hat gewonnen. Allen einen schönen Tag noch. Abonniert, lasst Daumen noch da, kommentiert, teilt das Video. Guckt doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da werden jetzt demnächst auch häufiger Videos kommen. Viel Spaß dann noch mit anderen Videos, die ihr auf YouTube gucken werdet heute noch. Bye.